EA Sports. It's in the game. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur FIFA 17 Demo. Ja, FIFA 17 werde ich ja höchstwahrscheinlich auf diesem Kanal Let's Playen. Und darum spielen wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Demo ein wenig an, um das Ganze mal zu testen und zu gucken, wollen wir das überhaupt? Hier sehen wir natürlich die FIFA 17 neuen Features und ja, hier sehen wir und natürlich das Highlight The Journey werden wir morgen mal testen in der Demo. Und ja, wir machen aber erstmal einen ganz normalen Anstoß. Und für alle Bayern-Hater, wir spielen jetzt mit FC Bayern, weil ich möchte einfach mit einem deutschen Verein hier mal euch das ganze Spiel präsentieren und deswegen hier gegen Gamba Osaka, weil die sind jetzt nicht ganz so gut und dann haben wir auch mal eine Chance. So, dann würde ich hier gerne noch den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Ich könnte euch die Demo jetzt natürlich ins Kleinste zeigen, aber ich denke, das ist einfach von der Zeit her zu aufwendig und das Video muss ja doch relativ schnell rauskommen, deswegen lassen wir das mal hier so mit den kleinsten Details. Muss mal gucken. Genau, Kimmich und Sanchez. Kimmich hat sich sehr in mein Herz gespielt und ja, so. Hier müssen wir durch, habe ich gehört. Mann, das hätte nicht sein müssen. Das auch nicht. Mann. Gut, wir spielen es jetzt nicht durch. Wir starten das ganze Spiel einfach mal. Und let's go. Alan Smith has joined me in the commentary position. So zur Info, ich lasse das hier jetzt mal durchlaufen mit Kommentaren und so. Fascinating to watch Bayern Munich, who didn't win a European title when Pep Guardiola was in charge. Carlo Ancelotti then took over. They are certainly the most competitive German side there's ever been. Well, you know they'll always be at the forefront of European competition. A hugely wealthy club that's so well run. Stamford Bridge. Enjoy the match. And our match official, Benoit Tayard. So, da sind wir. Ich habe jetzt ganz unauffällig mal das den Kommentatoren sitz hier. Also die Kommentatoren ausgemacht. Und ja, ihr seht schon, Gamba beginnt und ja. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle Namen kann, aber ich probiere möglichst gut zu moderieren und ja, mal gucken, was draus wird. Natürlich probiere ich gut, möglichst gut zu spielen, aber das kann ich natürlich nicht versprechen. Und ja, oh. ich habe den Trainer mal an, einfach nur aus der Tatsache, ich habe keine Ahnung, wie gut ich hier jetzt wirklich bin und einfach zur Sicherheit habe ich den Trainer mal an. So, zack. Kurzer Pass auf Hummels. Hier auf Ribéry. Müller. Der kann jetzt, glaube ich, nach relativ weit außen spielen, genau auf Costa. Ich kenne die Aufstellung von ihnen jetzt schon mehr oder weniger auswendig. Sanchez, sehr schön.
Lahm. Und das war relativ schön gemacht. Stand halt nur niemand, ja. Das war das Blöde daran. So. Ribéry. Lewandowski. Und der hätte ja mal aus der Distanz probieren können. Sanchez, los, der kann noch gute Tore schießen. Ja, ich probiere auch mal teils ein bisschen rauf zu bumsen. Einfach um mal zu gucken, manchmal kriegt man dann halt echt schöne Tore hin. Und hier haben wir gleich mal, jetzt dürfen wir bloß nicht am Ball gehen. Das war nämlich eine super Aktion eigentlich für den Torwart, um hier, für den Schiedsrichter, um hier mal eine gelbe zu zücken. Deswegen hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Und das war eine erste richtig, richtig, richtig gute Chance im Spiel, die war natürlich direkt für Osaka, Entschuldigung, und Mann, das war verdammt knapp. Der hätte reingehen können auf jeden Fall. Aber ist er nicht. Darum Neuer jetzt mit dem Abstoß. Boateng. Sanchez. Lewandowski. Wieder mal auf Costa hier auf weit außen spielen. Oh, das war natürlich schlecht. Da hat Lewandowski ein wenig im Weg gestanden. Boah, hat er sich hier auch mal kurz hingelegt, aber bestimmt müde. Kimmich. Sanchez. Müller. Kimmich. Ribéry. Und Müller hier fast. Was war denn das? Also wenn das Kimmich war, wenn wir da jetzt keine Ecke für bekommen, dann doch, genau, kriegen eine Ecke. Hier die neue Eckballerklärung, ich will sie nicht vorlesen, aber da steht's halt. So. Ich mach, Problem ist halt bei meinem Controller, er zieht irgendwie immer wieder zurück. Deswegen ist nicht ganz so berechenbar bei mir, wo der hinfliegt. Der war verdammt schön. Und hier jetzt Kimmich aus dem Hintergrund und hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen, hätte ich ihn vielleicht sogar ein bisschen hochnehmen können, den Ball. Lewandowski. Nicht ganz schön gemacht, muss man sagen. Die erste Halbzeit ist auch schon gleich wieder zu Ende. Kimmich probiert hier verzweifelt an den Ball zu kommen, rennt ein wenig kürr darum. Alaba. Müller. Was, Alaba? Ich weiß gar nicht. Nee, Alaba ist es nicht, oder? Costa spielt jetzt auf der ganz falschen Seite. Hat jetzt auch eine gute Flanke geschlagen. Weil jetzt muss ich mal gucken, ist es Alaba? Ja, Alaba. Wie hieß denn der andere? Der zu Wolfsburg ist und jetzt zu, ich weiß gar nicht, wohin. Ach, wie ist denn der? Dante, genau. So. Der war auch mal eine Zeit lang relativ erfolgreich, Alaba. Hört man jetzt auch nichts mehr von. So. Hier Osaka mal wieder mit einer guten Chance, aber die kommen hier nicht wirklich durch. Also, da muss man sagen, sind wir einiges besser. Weil wir kommen auch mal richtig ran. Die sind halt nicht so gut im Abschluss. Gut, wir hatten noch keinen richtigen Abschluss. In der Hinsicht sind sie eigentlich besser, aber hier ging es mal schnell. Eigentlich eine gute Kontermöglichkeit. Costa. Douglas Costa. Müller. Immer noch Müller. Aus. Einwurf, ganz eindeutig. Für uns hier. Und man kann sich ja jetzt bewegen an der Seitenlinie und das machen wir einfach direkt mal. Kimmich. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderschönes Tor von Lewandowski, von Robert Lewandowski. Das war ja ein verdammt cooles Ding. Das war ein verdammt schöne Flanke auch von Kimmich. Und dann ein super Abschluss von Lewandowski. Und ich finde eigentlich ist die Führung jetzt auch verdient. Ganz klar dominierendes Team sind wir. Und ja. Robert Lewandowski, 45. Minute, ein Tor geschossen. Sehr schön. So, FC Bayern gegen Gamba Osaka. Es steht 1:0. Osaka probiert es natürlich nach vorne zu kommen, aber im ersten Moment führt erstmal der erste FC Bayern und wir hoffen mal, das bleibt auch so, nicht wahr? Und hier nochmal der Torschütze und diese Kleidung, wie die so, wirklich wie sehr realistisch so wackelt und so, das ist extrem gut getroffen. So, dann können wir nochmal die Highlights sehen, aber wollen wir Highlights sehen? Nein, gibt ja nicht so viele.
Wollen wir schon wechseln? Nee, ich glaube, ein bisschen machen wir noch so bis zur 67. Minute oder so. Und los geht's. Müller hier schon wieder am Ball. Nach einem Anstoß. Ribéry. Alaba. Alaba spielt jetzt sehr, sehr weit vorne. Und da hat Müller mal was probiert. Es war aber, der hätte anders aussehen können. Hätte dann gut getroffen. Muss man ganz klar sagen. So. Hätte ich vielleicht noch kurz warten müssen vor dem Schuss. Aber ich habe einfach direkt durchgezogen. War vielleicht ein Fehler. So, Osaka jetzt hier am Ball und probiert vielleicht jetzt einen Konterversuch. Aber nee, die machen ja gar nichts. Die spielen lieber defensiv, als hier mal einen ordentlichen Konter zu machen. Das ist nicht so schlau. So, und die Trainer jetzt sehr ergonomisch bewegen sich da auch. Aber das war natürlich relativ dämlich. Ist aber dann doch noch auf Sanchez gekommen, der hat es aber nicht gut verarbeitet. Kimmich hier. Ribéry. Kimmich. Müller. Oh. Schade, schade. Und den kriegen wir noch nicht mal in die Ecke. Schade. Echt schade. So ein gutes Teil, den kriegen wir nicht mal in die Ecke. Lewandowski. Müller. Und. Nimm. Da müssen wir wesentlich besser. Da müssen wir wesentlich besser im Abschluss werden. Weil mit solchen Schüssen können wir den Gegner hier keine Angst einjagen. Ich werde jetzt in Zukunft auch im Stream öfters mal die Demo spielen, ja. Nur so, falls ihr es wissen wolltet. Und ja. Weiter geht's. Ein Wechsel von osakeranischer Seite. Ist gar keine schlechte Idee, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und zwar Kimmich, der sieht ein wenig geschafft aus. Da würde ich sagen, Alonso. Ja, wir setzen Alonso nach vorne und nach da. Und dann riskieren wir mal das hier. Coman ist jetzt auch neu. Franzose. Der gute Kerl. Und ja. Der probiert jetzt auch mal sein Glück hier bei FIFA 17. Sehr schön. Super. Haben wir auch den Wechsel hinter uns gebracht und klären mit B. Okay, das wird schon mal hilfreich, glaube ich, gleich. Ah, die probieren es also auf die Tour. Solche sind es. Aber wenn er den Ball so schlecht annimmt, dann kann es auch nichts werden. Lahm. Costa. Coman. Gleich mal hier. Erster Versuch. Ribéry. Costa. Nach außen vielleicht. Ja, sehr schön. Müller. Flanke. Coman. Oh. Das müsste aber jetzt eine Ecke sein, oder? Das war eine so schöne Aktion, wenn es da keine Ecke gibt. Ja, genau. Hat er mit der Hand hat er ihn rausgehauen. Und nach da wurde gezogen. Und. Schade. So, Alaba. Coman. Ja gut, wenn man Torschuss mit Flanke vertauscht, dann kommt sowas bei raus. Kleiner Tipp. Macht das nicht. Das ist so ganz weise Sache. Gut. Hätte wahrscheinlich sogar ein Tor werden können. Hätte ich dann noch die richtige Taste gedrückt. Lahm. Probiert hier an den Ball zu kommen. Ah, es wird nichts. So. Gut, die machen das gleiche wie wir. Der ist ja nicht so schlimm. Ja, sehr schön. Coman. Ach man. Hummels, der eiert hier gerade ein bisschen rum. Das gab bei 14 ist. Ach, Alonso. Okay. Sanchez. Hier probiert auch Lahm mal sein Glück, den Ball zu bekommen. Es wird nichts. Und es kann ja auch ganz schnell jetzt mal 1:1 stehen.
Und dann wird es ein wenig knapp. Und es könnte jetzt sogar passieren, weil wir gerade in der Abwehr gar nicht so stark stehen. Müller. Coman. Müller. Müller hier. Sehr geschwächt. Der kann nicht mehr. Der Gutste. Sanchez probiert am Ball zu kommen. Aber die müssen sich jetzt, wenn die jetzt wirklich noch gewinnen wollen, müssen die wirklich einen Zahn zulegen. Sonst wird es hier kompliziert. Ribéry. Müller. Und Sanchez kriegt es ja nicht hin. Ich möchte euch unbedingt noch ein Tor bieten. Auch wenn es jetzt für die Gegner ist im schlimmsten Fall. Ich möchte euch ein Tor bieten. Drei Minuten Nachspielzeit, das heißt, hier ist noch alles offen. Es kann noch einiges passieren. In drei Minuten. Müller. Ach, schlechte Sache. Alonso und Abpfiff. Wir haben das erste Spiel, was auf YouTube veröffentlicht ist, von der FIFA 17 Demo erfolgreich gemeistert. Und ich würde mal sagen, hat doch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt es in den Chat. Und ja, morgen kommt dann wahrscheinlich The Journey. Und ja, sonst im Stream vorbeischauen, dann spielen wir auf jeden Fall FIFA. Ich stream jetzt wahrscheinlich. Also bis denne. Haut rein. Ciao.